Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was geht los da rein? Ja, Thema heute Fahrstühle bauen und zu diesem Zweck habe ich euch auch schon mal ein Beispielhaus hierhin platziert, damit wir das mal austesten können, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich habe jetzt zwei Etagen mit Boden und Zimmeranstrich und so weiter. Ja, was müsst ihr zum Fahrstuhlbau wissen? Also, ihr müsst wissen, dass Fahrstühle, soweit ich weiß, nur bei Late Night zur Verfügung stehen. Und zwar hier unten unter Treppen bei Aufzügen. Und da habt ihr zwei verschiedene zur Auswahl. Ich nehme jetzt einfach mal den teuren hier, weil da sieht man eindeutig, hey, hier ist die Tür. So ein Fahrstuhl ist 2x8 Kästchen groß, also 8 Quadratmeter, wie ich das sagen würde. Oder 8 Zimmeter, das könnt ihr euch zusammen basteln, wie ihr wollt. So, und ja, wie ihr schon seht, dieser Fahrstuhl braucht immer eine Wand, um platziert zu werden. Den kann man nicht einfach so hier irgendwo hin platzieren. Nein, der braucht eine Wand und möglichst einen Fußboden, weil sonst geht das auch nicht. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Ja, dazu zieht ihr am besten mit dem Wandtool eine 2x2 große quadratförmige Mauer, Wand, wie auch immer, auf beiden Etagen, wo ihr diesen Fahrstuhl haben wollt. Ja, dann sucht ihr euch einfach nur nochmal den Fahrstuhl raus und dann könnt ihr ihn da auch schon rein platzieren. So, tada. Und das gleiche könnt ihr auch nochmal in der nächsten Etage machen. Dann fahren da eure Sims ganz alleine hoch und runter und sie kann nichts mehr stoppen. Ihr könnt natürlich auch, das ist noch eine weitere Möglichkeit, dazu baue ich ja einfach mal oben aus. Ja, dieses Dach machen wir einfach mal weg. So, und dann ziehen wir hier mal noch eine Wand. Ihr könnt natürlich auch einfach hier eine Etage auslassen und den unteren hier wegnehmen, damit er dann einfach nur ins dritte Stockwerk fährt. Jetzt demonstriere ich euch nochmal, wie das Ganze mit dem Auslassen funktioniert. Also ihr könnt nicht einfach jetzt hier einen Fahrstuhl auf ein bodenloses irgendwas stellen, das geht nicht. Und ihr braucht auch auf jeden Fall so eine viereckige Wand, beziehungsweise eine Wand, wo es einpassen könnt. Ihr könnt es jetzt auch so machen oder so, um den Fahrstuhl zu verstecken, aber ihr braucht halt mindestens 2x2 Meter. So, wenn ihr jetzt den Fahrstuhl hier habt, könnt ihr halt auch immer noch nicht so platzieren, weil ihr einen Boden braucht, wie ich schon sagte. Der muss wirklich halt 2x8 sein, damit es dahin passt. So, aber jetzt können wir einen Fahrstuhl platzieren. So, nicht in die Richtung, in die sollst du stehen. So, und dann können wir hier unten diesen Fahrstuhl entfernen und dann wird diese Etage einfach ausgelassen. Das heißt, der Fahrstuhl fährt dann nur nach hier oben. Also bei mir hat das bis jetzt immer funktioniert. Und ja, das ist auch eine ganz praktische Geschichte. Dadurch könnt ihr jetzt zum Beispiel hier in den unteren Raum eine Wendeltreppe oder irgendwie sowas stellen. So, hier, tada. So, und dann können die hier von ganz alleine hochlaufen und das ist einfach nur mit der Treppe erreichbar oder so. Macht sich gut für Geheimräume oder keine Ahnung, eure Fantasie sind da mal wieder keine Grenzen gesetzt. Und ja, probiert euch aus. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim eifrigen Fahrstuhlbauen. So schwer ist es gar nicht, wie ihr seht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, meine Tipps waren hilfreich und bis dann.